gehört, ich will endlich mein Aufgebracht, endlich ist eh gut, ich bin eigentlich hier relativ früh dran, mein Aufgebracht-Video machen. Und ich bin ganz, ganz stolz auf mich. Außer, dass ich schon wieder Schluckauf gerade habe. Ich bin wirklich stolz auf mich, weil ich habe echt viel leer gemacht im Monat April. Ich meine, die Tüte war noch nie so voll wie in dem Monat. Ich weiß, viele werden sich wieder beschweren, dass da so viel Müll produziert wurde, aber ich habe auch viele Sachen im längeren Zeitraum verwendet, die jetzt halt gerade leer worden sind. Also wundert euch nicht, vielleicht sage ich auch bei manchen Sachen das dazu, nicht, dass da irgendein Shitstorm kommt oder so. Aber ja, ich bin stolz auf mich, dass ich so viel leer habe. Bei den Sachen, die ich habe, bin ich echt froh, dass ich so viel aufgebraucht habe. Fangen wir mal mit den unspektakulären Sachen an. Ich habe Wattestäbchen aufgebraucht. Die haben keinen Plastikstiel mehr, sondern Papier. Von der Müller Eigenmarke sind die. Ich kaufe die eigentlich immer wieder nach. Dann habe ich ja noch die, das ist auch noch Plastik, das sollten die auch mal umstellen, oder? Das sind die Einwegwaschlappen von der Müller Eigenmarke. Wattepads habe ich wieder in Hülle und Fülle aufgebraucht. Ich weiß, ich zeige sie immer her, eigentlich müsste ich nicht, aber ich zeige sie trotzdem immer wieder her. Sonst habe ich dann nun die Cadaverre Reinigungstücher, die ihr eh auswendig kennt. Ich liebe sie, ich habe noch ein paar Backups, leider nicht mehr viele. Aber ich liebe die. Ich liebe die wirklich. Ja, was noch unspektakulär vor allem, irgendwie juckt mich meine Nase heute so, das ist auch sehr unspektakulär, ein Handdesinfektionsgel habe ich aufgebraucht, ich habe das in der Handtasche für die Arbeit gehabt und habe das immer nachgefüllt, ja, ich habe noch so viel Handdesinfektionsgel, aber ich vergesse jedes Mal, wenn ich die Tasche wechsle, mir ein neues in die Tasche zu geben und das nervt mich. Das nervt mich wirklich, ich sollte das mal überarbeiten, in jeder Handtasche ein verschiedenes Handdesinfektionsgel. Würde nicht schaden, würde ich sagen, oder? Ich habe mich echt unwohl gefühlt, wie ich in der Fahrschule war und kein Handdesinfektionsgel eingesteckt habe. Oh, komisch, oder? Man hat sich das so richtig einprägt schon im ganzen Jahr. Ich meine, wir haben das ja schon ein Jahr jetzt und das hat sich irgendwie so ins Gehirn gebrannt. Schlimm. Das war okay, aber ich habe noch ganz, ganz viele andere. Ich habe noch so viele große Flaschen von Firmen, wo wir die geschenkt bekommen haben, wo es eine Zeit lang keine gab, aber ich darf mich hier nicht beschweren, ich bin eh dankbar drüber. Aber ich brauche mir keine mehr kaufen, das ist das Positive dran. Ein Badezusatz habe ich leer gemacht. Von Kneipp, der Lavendel-Vanille-Abendblume. Und der war gut. Ich habe in letzter Zeit so Schlafprobleme schon wieder. Das geht mir eh auf die Nerven. Aber es ist kein Wunder, es war ja auch vor kurzem der Jahrestag von Tod von meiner Mama. Und Sparky kommt auch bald dran und irgendwie, ja, wir lassen jetzt das Grab errichten und irgendwie kommt da alles auf einmal auf mich zu und in letzter Zeit kann ich wieder nicht schlafen. Aber es wird wieder. Es wird wieder. Ich bin optimistisch. Ich fand das aber echt gut, weil es hat mir auch beim Schlafen ein bisschen geholfen, muss ich sagen. Ich werde mir das auch auf jeden Fall nachkaufen. Ja, dann haben wir ganz viele. Ich habe ja die Badebomben von B-Routine gekauft und habe sie auch endlich aufgebraucht. Die fand ich echt gut. Da war ja die mit Rosenblüten, grüner Teeblätter oder Lavendelblüten war ja drinnen. Fand ich echt gut. Ich weiß nicht, ob wir sie noch haben. Wenn ja, würde ich sie mir auf jeden Fall nachkaufen. Aber ich will jetzt mal die anderen Sachen, die ich habe, aufbrauchen. Ich habe ja noch diese Banane-Badebomben von Action. Echt erstaunlich, was man für Kleingram aufbraucht, oder? Oder Mittelkleingram. Ich habe eine Seife leer gemacht von Aveo. Die gibt es leider nicht mehr. Ich würde sie mir nachkaufen, aber ich habe eh noch so viel Zeug. Ich glaube, ich habe sogar noch ein Backup davon. Ich werde mir jetzt mal eine Weile keine Seifen mehr kaufen. Aber es ist gut, dass ich so bunkert habe, weil bei Müller kriegen wir jetzt zurzeit keine Seifen mehr. Keine Nachfüllbugs zumindest. Da gibt es Lieferschwierigkeiten, glaube ich. Deswegen bin ich immer froh, dass ich so viel bunker. Ja, aber die würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Dann habe ich eine Augencreme-Probe, die fand ich überhaupt nicht gut, von Annemarie Berlind. Annemarie und ich. Klar, Annemarie Berlind und ich werden irgendwie keine Freunde mehr. Irgendwie nicht. Ich habe da auch irgendwo ein Peeling. Ich habe das da. Zeige ich euch auch gleich. Das war nicht meins. Also die war überhaupt nicht meins, leider. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Da habe ich noch einen Badezusatz, den zeige ich euch auch gleich. Machen wir mal mit dem weiter. Das war ein Duschpeeling von Annemarie Berlind. Das Bodycare Duschpeeling Shower Scrub. Ich fand es nicht gut. Das war viel zu flüssig. Der Duft hat mir überhaupt nicht gefallen. Nein. Also Annemarie Berlind und ich. Es gibt jetzt eine Melone-Reihe, Duschgel und Bodylotion. Und die Bodylotion ist echt geil. Da bin ich am Überlegen, ob ich es mir kaufe. Aber ich bin mir noch sehr unsicher. Ich weiß es nicht, weil die Melone-Sachen sind limitiert. Und das fand ich gar nicht gut. Also das fand ich überhaupt nicht gut. Das Problem ist, ich habe noch eine Bodylotion und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ja, ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Noch ein Badezusatz habe ich leer gemacht. Ich weiß nicht, warum Annemarie Berlin und ich so auf Kriegsfuß stehen, aber mir gefallen einfach die Sachen nicht.
irgendwie ist halt extrem der Wurm drin. Also Annemarie Berlund und ich wären irgendwie nicht so Freunde, habe ich das Gefühl. Ich habe ganz, ganz viele Masken und Badezusätze aufgebraucht. Den Vanille... Badezusatz wollte ich sagen? Nein, die Vanille-Maske habe ich aufgebraucht. Habe ich aber nur auf Dekolleté, glaube ich, verwendet, weil ich ein bisschen Angst hatte, die im Gesicht anzuwenden, weil die ja doch schon so alt waren. Die gibt es aber eh nicht mehr. So wie die African Peeling, die habe ich auch nur Dekolleté verwendet, gibt es leider auch nicht mehr. Waren aber eigentlich noch gut alle. Aber ich war halt vorsichtig. Von Aveo habe ich auch einen Badezusatz leer gemacht. Den fand ich jetzt auch nicht so spannend. Also ich habe noch einen zweiten. Ich habe mir ja einbildet, ich fand die mal gut. Aber ich weiß nicht so recht. Ich weiß nicht. Muss man mal schauen. Ich habe eh einen zweiten. Ampullen habe ich auch sehr brav verwendet. Ich habe die Ingwer-Shot wieder benutzt und ich liebe diese Ampulle. Irgendwo habe ich dann noch eine. Die Glow habe ich verwendet. Ne, Blödsinn, das war nicht die Glow. Die habe ich aber auch irgendwo da in der Hand, oder? Ja, da ist die Glow-Ampulle. Irgendwie bin ich heute verwirrt. Die Glow-Ampulle und die Enjoy Your Day, diese Koffein-Ampulle. Ich muss die Uhr im Auge behalten. Die habe ich auch aufgebraucht. Dann habe ich noch Augenpads aufgebraucht von Cadea Vera. Fand ich auch sehr gut, aber ich weiß nicht, ob die jetzt nochmal neu rauskommen. Die waren nämlich reduziert, ich habe sie mir gebunkert und ich weiß nicht, ob da noch welche rauskommen. Da bin ich mir nicht sicher, ob die wieder neu verpackt werden. Noch eine Maske habe ich leer gemacht, die was von meiner Mom war. Das war die Pro-Enzym-Maske. Habe ich auch fürs Dekolleté verwendet, war ganz okay, aber hat mich jetzt nicht umgehaut. Ein Disney-Badezusatz habe ich leer gemacht. Ich gehe so sparsam mit denen um. Ich brauche nur einen im Monat auf, weil ich sehr, sehr penibel bin, was die betrifft. Ich habe diesmal den 101 Dalmatiner verwendet. Ich liebe die. Auch wenn die nicht so viel machen, aber ich finde es einfach geil, dass da Disney-Figuren drauf sind. Die Maske in Anführungsstrichen, ich glaube, das ist nur ein Peeling. Ich habe das nämlich in Originalgröße zu Hause und da steht eben nur Peeling drauf. Ich habe das jetzt halt als Maske verwendet, habe es eine Weile drauf lassen und habe es dann eingearbeitet und dann abgewaschen als Peeling. Seit ich aber öfter Peelings mache, wird meine Haut auch besser. Was ist jetzt los? Frosch im Hals. Nochmal Augenpads habe ich aufgebaut. Ich habe nämlich versucht, ein paar leer zu machen. Ich muss mich aber noch mehr anstrengen. Die fand ich auch gut. Sie sind ein bisschen vom Auge runtergerutscht, aber trotzdem finde ich die gut. Für den Preis vollkommen okay. Ihr wisst, ich liebe die Eigenmarke von Müller. Ich habe auch einen Bogen Anti-Pickel-Patches aufgebraucht, weil in letzter Zeit habe ich so viele Pickel gehabt. Das war nicht mehr normal. Deswegen habe ich einen ganzen Bogen in einem Monat aufgebraucht. Habe ich mir auch nachgekauft. Also beziehungsweise habt ihr in dem Haul-Video gesehen, dass ich sie mir nachgekauft habe. Die Balea-Maske finde ich auch sehr gut, die habe ich mir auch gekauft. Ich bin aber bei der noch ein bisschen im Zwiespalt, weil ich finde sie sehr gelartig und man kriegt sie ja doch schwer vom Gesicht runter. Mir hat das nämlich eine Abonnentin auch geschrieben, dass sie sie vom Gesicht sehr, sehr schwer abbekommen hat. Aber ich weiß nicht, ich finde sie nicht schlecht. Ich finde sie wirklich nicht schlecht. Ja. Zwei Tuchmasken habe ich leer gemacht. Einmal die Honey von Misha. Finde ich echt gut. Die finde ich echt gut. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die habe ich mir damals beim Pieper gekauft, weil es da ja gab, aber die war wirklich gut. So wie die von Freeman. Die fand ich wieder super. Also die hat mir echt gut gefallen. Habe ich auch Gott sei Dank noch ein Backup, weil man kommt ja an die leider nicht so leicht ran. Noch ein paar Kleinigkeiten habe ich hier leer. Noch eine Maske von Balea. Das ist die weiße Schokolade. Ich liebe sie, gibt es leider nicht mehr. Ich glaube, das war auch leider mein letztes Backup. Dann einen Winterbadezusatz, Winterwärme habe ich aufgebraucht, fand ich auch okay, gibt es aber auch nicht mehr. Aber ich mag die Dresdner Essenz, das wisst ihr, ich liebe die Dresdner Essenz Badezusätze. Dann noch eine Maske, die ich auch in groß habe, habe ich aufgebraucht, das ist auch eine von Freeman. Ich will das ein bisschen durchgehen, weil das ist ein bisschen viel in dem Monat. Die fand ich gut, die habe ich auch Gott sei Dank in groß. Aber die ist eher was für den Sommer, weil die hat so einen leichten, kühlenden Effekt. Den letzten Knisterbad von Kneipp. Das letzte Knisterbad von Kneipp habe ich auch aufgebraucht. Das war echt gut. Und die gibt es leider nicht mehr. Die waren auch limitiert leider. Und der wäre fast abgelaufen. Im Juni wäre er abgelaufen. Finde ich schade. Ich fand den nämlich echt gut. Aber vielleicht kommen die ja wieder. Noch zwei Masken. Also Creme-Masken habe ich echt viele aufgebraucht in dem Monat, habe ich das Gefühl. Die Vitamin-Shot von CV habe ich aufgebraucht. Die war echt gut. Da war der Duft genial. Die Pflegewirkung war genial. Ich habe mir davon jetzt nur eine gekauft, weil ich sie probieren wollte. Aber wenn sie aus dem Sortiment geht, werde ich sie mir bunkern. War ja eh klar. Die fand ich nicht so gut. Das war von Balea, die Iceberries. Die hat mich irgendwie nicht so umgehauen. Ich finde die Verpackung wunderschön. Aber mich hat die Maske jetzt nicht so vom Hocker gehauen, dass ich jetzt traurig bin, dass es die nicht mehr gibt. Weil die gibt es nämlich nicht mehr. Das war ja die Winteredition.
finde ich jetzt nicht so schlimm. Es gibt schon mal, wo ich Masken von der White Chocolate, die ich euch zeige, da bin ich traurig, dass ich die nicht mehr kriege. Eine Mundspülung habe ich aufgebraucht von der Müller Eigenmarke. Von Sensident. Damit ich es rauskriege. Jetzt aktuell habe ich wieder die von Terra Naturi. Ich glaube, ich werde mir auch die von Terra Naturi nachkaufen, weil bald eine Aktion auf Terra Naturi ist. War ja klar, oder? Ich habe sogar noch eine Packung von den CV-Tüchern aufgebraucht. Deswegen will ich ein bisschen sparsamer damit umgehen, weil ich schon 2 in 1 Monat leer kriege. Und das ist mir ein bisschen zu doof. Leider habe ich mein letztes Macadamia-Duschgel aufgebraucht. Ich habe das so geliebt und das gibt es leider nicht mehr. Es hat schon ein bisschen nach Alkohol auch gerochen, weil es halt sehr alt war. Aber ja, ich finde es echt traurig. Ich finde es echt traurig, dass das nicht mehr gibt. Weil das war wirklich, wirklich gut. Und eines meiner absoluten Lieblingsduschgele von Yves Rocher. Das gibt es ja Gott sei Dank noch. Das kaufe ich mir auch regelmäßig nach von Nivea, die In-Dusch-Lotion. Die mag ich sehr gerne. Ich switche immer zwischen der von Aveo, von der Müller-Eigenmarke, und zwischen der. Ich finde beide gut. Die von Aveo geht natürlich schneller leer, aber die ist auch günstiger und die benutze ich dann halt so zwischendurch dann. Aber die hält mir auch ein bisschen länger als die von Aveo. Aber ich mag beide und kaufe auch beide regelmäßig nach. Ja, ein Duschgel habe ich noch leer gemacht von Lush, das Almond Blossom. Das fand ich leider gar nicht gut. Das fand ich leider überhaupt nicht gut und ich bin so traurig, dass das leer ist eigentlich. Weil das gibt es nicht mehr. Und irgendwie am Anfang habe ich es gern verwendet und dann wurde die Konsistenz so komisch und dann hat es auf meiner Haut irgendwie komisch gerochen. Und das macht mich echt traurig, weil ich fand das am Anfang echt gut. Ja, aber das gibt es nicht mehr, das war eine Limited Edition. Aber ich habe noch ein anderes von Lush und darüber bin ich extrem happy, dass ich das noch habe. Ich ratter das ein bisschen zu schnell durch, oder? Ich habe das Gefühl, jetzt war ich zu schnell, aber egal. Ich habe eh nicht mehr so viel Zeit, weil wir müssen um 14 Uhr fahren. Oder müssen wir früher fahren? Ich muss das Video so schnell wie möglich beenden. Ja, ich habe dann noch den Badezusatz Lavendel aufgebraucht. Fand ich auch gut. Kaufe ich mir immer wieder nach. Mein Deo habe ich leer gemacht von Borotalco. Kaufe ich mir auch immer wieder nach. Habe ich aktuell auch jetzt wieder in Verwendung. Mag ich auch sehr gern. Zum Arbeiten gehen benutze ich das am liebsten. Ich habe es aber heute auch drauf. Eine Maske habe ich leer gemacht. Die war von der Vivi, die hat sie mir geschenkt. Ich fand sie gar nicht so schlecht, aber durch das, dass ich so viele habe, werde ich sie mir nicht nachkaufen, weil ich habe genug Masken. Mein Fixierspray von MAC habe ich leer. Mochte ich auch. Ging aber sehr schnell leer dann am Schluss, weil ich das relativ oft dann verwendet habe. Aber ich habe eh so viele Fixing Sprays. Wer weiß, ob ich die Verpackung auch aufhebe, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob ich mir die aufhebe oder nicht. Eine Zahncreme habe ich leer gemacht von Pearlwax, die Shine On, die kennt ihr ja eh auswendig. Ich glaube, die kriegt man aber nur noch beim Pieper, weil bei Müller gibt es die Ananas ja nicht mehr. Und die Ananas war eigentlich mein Liebling. Die Ingwer und die Ananas, das waren meine beiden Lieblinge. Jetzt aktuell habe ich gerade wieder die Ingwer und ich glaube, ich habe von der Ananas kein Backup mehr. Leider. Ein Rasiergel habe ich leer gemacht. Den fand ich ganz okay. Den gibt es ja nicht mehr und ich bin jetzt nicht so traurig, dass den nicht mehr gibt. Und ich habe eh genug Rasiergel, aber den fand ich gar nicht so schlecht. Das war ja aus dieser 25 Jahre Limited Edition von Balea. Fand ich nicht schlecht. Alles so gelblastig, oder? Ich habe noch eine Ampulle aufgebraucht von Cadea Vera, die Vitamin C, die war auch sehr gut. In letzter Zeit komme ich ein bisschen besser damit, klar, die auf der Haut zu verteilen. Das funktioniert schon besser als ganz am Anfang. Ich habe leider das Pech, dass die nicht mehr gibt. Dann habe ich von, schmeiß mal das kurz wieder da rein, von Clarins habe ich 2 Gesichtswasser aufgebraucht. Einmal das Gelbe, das ist für normale bis trockene Haut, das habe ich auf einer Schulung bekommen. Der Duft war echt mega ätzend. Boah. Das war wie so ein Oma-Duft. Sorry, dass ich das jetzt sage, aber der Duft ging gar nicht. Mir hat das auch gar nicht gefallen. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das Micellenwasser von Clarins hingegen hat mir schon sehr gut gefallen. Man kann das leider so schlecht lesen, weil die Verpackung so durchsichtig ist, aber das Micellenwasser fand ich mega. Und ich bin stolz auf mich. Ich habe kein Gesichtswasser mehr, außer das von Biotherm. Das, was ich jetzt gerade noch verwende. Ich bin so stolz auf mich, dass ich alle kleinen Größen aufgebraucht habe. Und jetzt überlege ich, ob ich mir das von Olivier danach kaufe. Weil ja das von Biotherm geht ja sowieso angeblich raus. Und jetzt überlege ich, ob ich mir das von Olivier danach kaufe. Als Gesichtswasser. Weil ich das unbedingt probieren will. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Geben wir ein bisschen Stoff, würde ich sagen. Ich war brav und habe Pflegeprodukte aufgebaut. Ich bin so stolz auf mich. Ich habe meinen Duschschaum leer gemacht von Biotherm und ich liebe diesen Duschschaum. Ich habe den grünen zu Weihnachten gekriegt von meinen Mädels im Müller.
Und der gelbe, der war auch so gut. Den haben wir geschenkt bekommen zu Weihnachten. Ich wollte den unbedingt aufbrauchen, weil der ist so, so geil. In Kombination habe ich natürlich, das war der Test davon, aber jetzt hätte ich ihn fast fallen lassen, die Bodybutter verwendet. Sie ist leer und ich bin so stolz auf mich. Ich bin so, so stolz auf mich. Ich habe sie aber auch echt gerne verwendet. Ja, ich würde es mir nachkaufen, wenn ich nicht so viel Zeug hätte. Ich muss wirklich mal was aufbrauchen. Ich bin so stolz, dass so viel Duschgel und so leer worden ist und dass ich eine Bodylotion leer gekriegt habe. So stolz war ich schon lange nicht mehr auf mich wie jetzt. Aber ich mochte das echt gern. Ich freue mich schon, wenn ich die grüne Variante verwenden kann. Da freue ich mich echt drauf. Ein paar Make-up-Produkte habe ich leer gemacht. Auch einen Nagellack-Schnelltrockner-Spray, weil ich ja mir die Nägel in letzter Zeit so oft lackiere. Habe ich auch leer gemacht. Kaufe ich mir immer wieder nach, weil ich finde den von Essence wirklich, wirklich gut. Ich muss den mir auch wieder nachkaufen. Ich habe jetzt nur noch einen. Eine Mascara habe ich leer gemacht. Die ist mir ausgetrocknet auch. Und sie ist relativ schnell leer worden, leider. Das war die von der Marke bei Terry. Die, was man so drehen konnte, und dann hat sich die Bürste verändert. Ich habe daraufhin die von der Deko so gerne verkauft und ich glaube, ich werde mir die von der Deko mal kaufen, wenn ich weniger Mascaras zu Hause habe, weil ich habe noch sehr viele daheim. Wenn ich mal weniger habe, werde ich mir die Deko-Variante mal danach kaufen. Werde ich mir die Deko-Variante nachkaufen, weil die genauso ist wie die. Einen Concealer habe ich leer gemacht. Ich habe da auch den Stopper rausgenommen, weil ich das beim Mickey Monumental gesehen habe, dass der immer die Stopper bei den Concealer rausnimmt. Und er hat recht, es kommt da noch so viel Produkt raus. Ich habe halt jetzt keinen Bock mehr, das auszukratzen. Das war nämlich ein Tester. Aber ich finde den Essence Concealer, das waren diese Matt, diese Camouflage Matt, die fand ich echt nicht schlecht. Aber ich will unbedingt mir den Sleek wieder nachkaufen, weil den von Sleek fand ich ein bisschen besser. Jo, gehen wir mal Stoff, ne? Ich habe ein Take the Day Off Cleansing Balm aufgebraucht von Clinique. Den finde ich nicht so gut. Ich fand ihn okay, das ist zum Abschminken gewesen. Ich war froh, dass ich die kleine Variante mal testen konnte, weil die habe ich mir mal von der Arbeit aussuchen dürfen. Da habe ich die Filialleitung damals genervt, die vorige noch, ob ich den unbedingt haben darf. Ich bin froh, dass ich es testen konnte, aber das ist kein würdiger Ersatz für das Biotherm von mir. Ich habe es gehofft, aber... Das ist so viel, viel fester als das Biotherm und ich kriege damit das Augen-Make-up nicht so gut, also die Reste nicht so gut runter wie das mit dem Biotherm. Ich habe vom Biotherm ja Gott sei Dank noch urviele Backups, das heißt, ich kann noch gucken, ob ich irgendwann einmal einen Ersatz finde. Weil ich habe das von der Balm auch aussortiert, das habe ich glaube ich gar nicht im Ausgemist-Video gezeigt, aber ich habe es aussortiert. Und ja, das habe ich mir gedacht, brauche ich auch, weil das ist eh klein, und aber ich würde es mir nicht nachkaufen. Es ist leider kein würdiger Ersatz, leider. Aber es gibt ja eins von Body Shop. Vielleicht, wenn ich die von Biotherm aufgebaut habe, vielleicht versuche ich das von der Body Shop, wenn es das noch gibt. Könnt ihr mir gerne schreiben, wenn ihr das wisst. Eine Probe habe ich leer gemacht, eine Duftprobe. Das war eigentlich die einzige leider in dem Monat, was mich sehr enttäuscht. Von diesem Duft hier. Das ist von Zadig & Voltaire, der Girls Can Do Anything. Und eigentlich ist das ja nicht so meine Duftrichtung. Der schaut auch ziemlich girly-mäßig aus, wenn ich ehrlich sein soll. Aber ich habe mich in den Duft verliebt. Und ihr werdet ihn in einem Haul-Video sehen, weil ich habe ihn mir nachgekauft. Ich habe mir sogar das Set gekauft, wo die Bodylotion dabei ist, ich kleiner Junkie. Ich habe den mir ernsthaft nachgekauft. Mir ging der nicht mehr aus dem Kopf, das war genau dasselbe wie bei dem Hermes-Duft. Jetzt leider riecht man nichts mehr aus der Probe, aber den Duft fand ich echt gut. Und ich hätte mir das nie gedacht, dass ich mir wieder ein Parfum kaufe, aber der war wirklich gut. Ich bin wirklich verliebt in dieses Parfum. Ich habe den nämlich mal eine Zeit lang verwendet. Dann hat ihn aber eine Kollegin angefangen zu benutzen, da habe ich aufgehört. Dann war die andere weg, ist die Kollegin weggegangen von uns, hat die andere Kollegin den benutzt. Und ich habe mir gedacht, nein. Dann habe ich aber die Probe gehabt, habe mir gedacht, na, verschenkst du die Probe, weil eigentlich ist das ja nicht so mein Parfum. Aber ich habe mich richtig verliebt in den Duft. Ich habe mich wirklich verliebt in den Duft. Deswegen habe ich ihn mir auch nachgekauft. Böse, böse, ich weiß. Aber ich bin brav, ich habe zwei Parfums leer gemacht. Das nicht, das ist ein Duschgel. Ich habe zwei Parfums leer gemacht und eines sogar in Kombination mit dem Duschgel. Das Duschgel fand ich jetzt nicht so gut. Das hat mir von Duftteller dann nicht so gefallen. Aber ich habe es leer gemacht, das gibt es eh auch nicht mehr. Ich habe es mir ja nur gekauft, weil es reduziert war und weil ich den Duft passend dazu hatte. Und den Duft mag ich wirklich gerne. In den Duft bin ich so verliebt. Das ist von Davidoff, der Run Wild von den Damen. Da ist Pistaziencreme drinnen. Den Rest weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, aber Pistaziencreme ist auf jeden Fall drin, das habe ich mal gemerkt. Und ich bin so verliebt in den Duft. So verliebt. Das erinnert mich voll an die Zeit, wo ich in der Fahrschule gesessen bin. Ich werde mir den auf jeden Fall nachkaufen, aber ich will erstmal welche aufbrauchen. Und ich hoffe, dass sie ihn nicht aus dem Sortiment nehmen, weil ich finde den echt cool. Der ist wirklich gut. Ist einer meiner neuen Lieblinge.
gehört auf jeden Fall zu meinen neuen Lieblingen dazu, wirklich. Hätte ich mir nicht gedacht, aber gehört zu meinen neuen Lieblingen. So wie der hier. Und der wurde leider aus dem Sortiment genommen. Das ist von Lancôme, La Vie Belle, das Eau de Toilette Eclat. Und das haben sie aus dem Sortiment genommen, weil der neue La Vie Belle rauskommen ist. Der Soleil, irgendwas heißt der, glaube ich. Und ich finde es so schade. Ich finde es so schade, weil der riecht so gut. Ich habe jetzt noch eine Flasche, eine volle. Ich habe die nämlich in Kombi verwendet, aber der ging schneller leer, weil der war bei mir im Spind. Eine Flasche habe ich jetzt noch und dann ist es leider vorbei. Aber ja, ich muss auf jeden Fall ein Duftvideo machen über meine Mini-Favoriten. Da muss ich den Davidoff auch dann aufheben und euch zeigen. Da kann ich euch dann erklären, was genau drinnen ist, weil dann gehe ich näher drauf ein. Aber ich bin so traurig darüber, dass der leer ist und dass der aus dem Sortiment gegangen ist, weil ich fand den echt gut. So sieht er aus. Jetzt wäre er mal fast aus der Hand geflogen. So sieht er aus. Ich finde es so schade. Es gibt noch eine Eclat von dem, das Eau de Parfum, das steht mir aber nicht. Das ich hatte den zu Hause und habe den verschenkt, weil das Eau de Parfum geht bei mir gar nicht. Aber der war so gut an mir. Der hat so gut an mir gerochen. Einen habe ich ja noch. Und dann kann ich weiter trauen, wenn ich den auch noch leer habe. Ja, ich bin so stolz auf mich, dass ich so viel leer gemacht habe. So, so stolz auf mich. Ja, ich hoffe, dass im Mai auch so gut läuft. Jetzt dabei fängt es schon gut an im Mai. Ich kriege schon ein bisschen was leer und ein paar Farben Spinn bekomme ich auch bald leer, wo ich echt stolz auf mich bin. Und es wird. Es wird. Ich habe mir nämlich so eine Anzahl gesetzt mit 35 oder 40 Düften, glaube ich, die ich leer machen will, weil ich will unbedingt den Tom Ford Lost Cherry haben. Das ist mein Ziel nächstes Jahr, dass ich mir den kaufe. Ich will den unbedingt haben. Das ist ein Duft, den kriege ich auch nicht aus dem Kopf. Ihr kennt mich. Ich habe so viele Parfums zu Hause und ich bin nicht so diejenige, die halt viele Düfte nachkauft. Aber der wäre mein absoluter Suchtding. Wie nennt man das? Ich habe jetzt den Faden verloren. Ich habe nämlich gerade rausgeschaut. Jetzt kommt die Sonne zwar nicht raus, aber es ist schon ein bisschen angenehmer, das Wetter. Es hat einen Suchtfaktor und ich will den unbedingt haben. Jetzt knurrt wieder mein Magen. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich bin wirklich ganz, ganz hibbelig auf Duftvideos. Ich weiß, ihr wünscht euch eine Sammlung, aber eine Sammlung wird nicht kommen. Ihr müsst das verstehen. Eine Sammlung wird nicht kommen. Eine Sammlung wird nicht kommen. Aber ich werde so kleinweise die Düfte zeigen. Auch die, was ich gern mag. Jetzt habe ich wieder Schluck auf. Die werde ich euch auch zeigen. Also habt da ein bisschen Nachsicht. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich bin so happy, dass ich so viel leer gemacht habe und dass zwei Parfums dabei waren. Da bin ich wirklich stolz auf mich und dass ich eine Bodylotion leer gemacht habe. April war super und Mai wird genauso sein. Mai wird auch so. Ich bin optimistisch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!